Der Wolf galt hierzulande lange Zeit als ausgerottet. Seit einigen Jahrzehnten verbreiten sich die Tiere aber wieder in ihrer ursprünglichen Heimat. Aktuell zählen die Behörden etwa 1330 nachgewiesene Tiere in Deutschland. Die tatsächliche Zahl könnte aber höher liegen. Besonders viele Rudel gibt es im Norden und Osten. Im vergangenen Jahr zählten die Behörden mehr als 4000 Nutztiere, die durch Wölfe getötet oder verletzt wurden, meistens Schafe und Ziegen. Betroffene Weidetierhalter haben 2022 insgesamt mehr als 600.000 Euro als Schadenersatz erhalten. Um den Anspruch geltend zu machen, müssen die Landwirte ein Mindestmaß an Schutz für ihre Tiere sicherstellen, zum Beispiel mit Herdenschutzhunden und Elektrozäunen. Die werden von Bund und Ländern finanziell bezuschusst. Wölfe genießen nach der Naturschutzrichtlinie der EU als einheimische Art in Europa einen besonderen Schutz. In Deutschland zählen Wölfe zu den streng geschützten Arten. Der Umgang mit ihnen ist im Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Streng geschützte Arten dürfen normalerweise nicht getötet und ihre Lebensräume nicht beschädigt oder zerstört werden. Die Verantwortung für das Wolfsmanagement liegt bei den Bundesländern. Deren Behörden entscheiden, ob ein bestimmtes Tier getötet werden darf. Einzelne Wölfe oder ganze Rudel dürfen erschossen werden, wenn sie sich Menschen gegenüber auffällig verhalten. Das gilt außerdem auch für Tiere, die immer wieder Herdenschutzmaßnahmen überwinden und Nutztiere angreifen. Eine Abschussgenehmigung zu bekommen, kann aber sehr lange dauern. Das sorgt bei Weidetierhaltern immer wieder für Frustrationen.